Ja, hallo, grüßt euch, da ist die Monika, die Eiger Wirtin. Heute habe ich mir gedacht, werden wir was Spezielles kochen, dass wir mal einen Spargel in Angriff nehmen. Und zwar, ich habe einen grünen Spargel aus Golz heute da. Den werden wir unten wegschneiden. Ich tue meistens ein bisschen immer wegschälen, weil die Gäste wollen halt das nicht. Aber der grüne Spargel braucht man ja normalerweise nicht schälen. Aber heute mache ich ein bisschen das. Und dann machen wir ein gutes Spargelgemüse mit einem Zanderfilet. Habe ich mir heute gedacht. Und ein Spargel-Cordon Bleu werden wir heute auch noch machen. Für euch, das könnt ihr ab, das könnt ihr alles schnell nachkochen zu Hause. Und ich freue mich, wenn es ein gutes Gelingen habt dann. So, Spargel habe ich hergerichtet. Den lege ich jetzt einmal in mein Fondwasser rein. Ein bisschen mit Lorbeer, Pfefferkörner, Zitronensaftel dazu und ein bisschen an Essig tue ich dazu. Einen Schuss. Und das lassen wir leicht ein bisschen dahin köcheln. Ganz leicht, weil der soll ja ein bisschen knackig noch sein. Dazu gibt es einen Zander heute zum Spargelgemüse. Und als erster, glaube ich, werden wir machen vielleicht ein Spargel-Cordon Bleu mit euch dann gleich. Da habe ich dann einen Spargel schon gerichtet. Und den füllen wir mit Schinken und Käse und einem Speck. Und zwar, ihr legt einfach den Schinken auf, ein Stückerl, ein Käse legt auf. Und dann füllen wir den gekochten Spargel rein. So, jetzt geht's weiter. Ich nehme zwei Spargeln, ringel ich die hier rein. So, dann nehmt ihr einen Speck dazu, so einen Jausenspeck nehme ich meistens. Und dann tue ich das so einringeln. Das vielleicht bei euch auch gut halt. Nehmt vielleicht auch ein bisschen so ein Spießstabel, ein kleines, und steckt es dann so zusammen, das Ganze. Wieder zwei Spargeln rein, einen Speck dazu, um den Stabel kurz zu stecken, ein bisschen schräg, dann geht es leichter beim Panieren. So, die nächste Runde. Zwei Spargeln. Hoppala, jetzt habe ich es verkehrt. So muss ich anfangen. Immer den Käse innen ein wenig ausrinnen, ist besser. So, und den Speck dazu und einwickeln das Ganze. So, das war's. Gut. So, weiter geht's. Wir dunken die Spargel in Mehl, ganz kurz. Dann in die Ei. Und dann in die Brösel. Ein bisschen walzen. So. Und zu Hause kommt es dann in Fritter rein bei euch. Oder ihr könnt es in eine größere Pfanne mit ein bisschen Öl. So, jetzt gebe ich das da rein, über die Döse. Und dass er schöne Farbe kriegt, lassen wir es ein paar Minuten drinnen. Nicht so lang, dass vielleicht der Käse ausrinnt oder was, gell? Also ich habe zum Beispiel hier jetzt 8 genommen, 8 Spargeln. Und jeweils 2 die Hälfte durchgeschnitten und immer 2 Stückerl habe ich reingegeben in Spargel-Cordon Bleu. Dazu brauchst du halt dann Schinken. Ich habe jetzt 2 Portionen gemacht. Ich habe jetzt da für euch den Spargel-Cordon Bleu fertig. Ich habe ein bisschen einen Vogelsalat draufgegeben, Tomaten, ein bisschen Dressing drauf. Zitronendressing passt gut. Eine Soße da habe ich dazugegeben. Und das sind die 2 Spargel-Cordon Bleu. Also das heißt, mit den Cordon Bleu, das sind eigentlich jetzt 2 Spargeln, 2 große. Und überall habe ich einen eingefüllt. Einen in der Mitte durchschneiden, mit Schinken, Käse und mit einem Speck füllen. Zusammentragen das Ganze mit dem Spangel, das habt ihr gesehen, mit so einem kleinen Spießstabel habe ich das zusammengesteckt, dass es sich beim Panieren leichter tut. Dann paniert ihr das Ganze und haut es in die Fritteuse oder in eine Pfanne, die was ein bisschen höher ist, mit einem Fett, gell? Mit einem Öl. Und lasst es schön dahin, ein bisschen inzwischen immer ein bisschen umdrehen, dass nicht immer auf einer Seite nur braun ist, dass es sich schön drehen kann in der Pfanne. So, und so schaut unser fertiges Produkt jetzt aus. Für Vorspeise zu Hause, wenn ihr wollt, beim Grillen oder so, ist kein Problem, kann man als Hauptgang machen. Kann man ja 4-5 Stückchen essen davon. So, und jetzt machen wir das Spargelgemüse. Das heißt, wir nehmen einen schönen großen Zwiebel, habe ich schon durchgeschnitten. Dann tut es den bitte klein schneiden, ganz klar, würfeln. Mein Messer schneidet halt gar nicht gut, aber ist wurscht. Wir nehmen wieder Öl, aber wer mit Schmalz kocht, ist das auch kein Problem. Schmalz ist natürlich auch gesund, kommt ruhig auch. Schmalz auch nehmen, Schweineschmalz. So,
Das geben wir da rein. Ins heiße Fett. Schön glaserig machen wir den Zwiebel. So, dann nehmt ihr zum Schneiden so ein bisschen schiefer, gell? Schöne größere Stickerl lassen. Wieso schneidest du den schief? Weil es mir besser gefällt. Von Anrichten und alles ist das für mich immer ein bisschen schöner, wenn der Spargel schief geschnitten ist und schöne große Stickeln sind. So, dann, das ist unser Spargel, schau, haben wir jetzt auch geschnitten. Den geben wir auch dazu. So, kurz wieder umrühren. Der Spargel gehört knackig gegessen, sag ich. Und das spielt beim Gemüse natürlich dann auch keine Rolle. Außerdem zirkt das eh ein bisschen, der Spargel dann, wenn er steht. So, ich tue ein bisschen Zitrone dazu rein. Ich mache es ein bisschen säuerlich mit einer Zitrone. Mein Tipp. Ein bisschen Knoblauch tue ich ja dann auch dazu noch, gell? Den habe ich mir schon presst. Das heißt ungefähr ein Zecherl, das reicht, wenn es rein tut. Ich würde es ganz klar zusammenhocken und tue dann ein bisschen Knoblauch dazu. Pfefferweiß tue ich auch gern dazu rein. Gut geschmackerl. Umrühren. Bisschen Salz tue ich dazu. Ja. So, jetzt lassen wir es ein bisschen und dann kommt noch ein guter Fond dazu. Kannst du ruhig von der Suppe nehmen, von der Ringsuppe, ein bisschen ein Fond und ein bisschen vorher tun wir noch einen Weißwein dazu rein. Nur einen Schuss, den hole ich mir jetzt. Ein bisschen einen Schuss Wein jetzt dazu, ist egal, was ihr gerade im Kühlschrank offen habt, das verwendet. Lassen wir das Ganze ein bisschen verdünsten. Farbe ist schon schön, das passt. Dann tun wir das mit einer Suppe, gieße ich das Ganze auf. So, lassen wir einmal kurz aufkochen. Braucht gar nicht lang. Es hat es gleich fertig, gell? Dann stellen wir da wieder ab. Das tun wir weg, brauchen wir nicht. Dann habe ich so, wir arbeiten viel mit der Creme, Sauce-Creme. Das ist eine Gummersauce, die ist gluten- und laktosefrei halt und auch vegan. Da tue ich auch ein bisschen dazu rein. Zu dem Ganzen. Nur auch ganz wenig. Aber ihr könnt ruhig einen Schlag was da oder eine Creme Fraiche dazu nehmen. Spielt auch keine Rolle. Ist kein Problem. So. Passt. Ein bisschen lassen wir es noch. Dann tun wir es ein bisschen leicht eindicken. Mit einem Maizena. Warte, da ist Maizena. Ein bisschen, dass es schon dick ist. Braucht man nicht viel. Und fertig. Das so ungefähr ist, gell? Das Gemüse. Das ist fertig. Das Gemüse. Butter. Habe ich schon ein bisschen zerlassen. Normale Butter nicht. Und für das nehme ich dann auch Öl. Den Fisch tun wir Öl rein. So. Fisch tun wir mal salzen, das Ganze. Ein bisschen Pfeffer da noch drauf, ganz wenig. Ich habe mir da jetzt wieder meine Zehner genommen und ein bisschen Paprika habe ich dazu reingemischt. Dann tue ich das ein bisschen melieren. Dann legen wir den Fisch da rein. Butter, dann machen wir die Peterselie drauf rein. Ja, ich brate immer erst auf der Hand. Normal tut man es eigentlich umgekehrt machen. Mir taugt es so besser. Ich mache meine immer so.
So mache ich eigentlich à la Monika. Bei à la Monika gehe ich her, tue ich einfach nur ein bisschen Knoblauch dann noch drüber. So, ja, den streichst du einfach da drüber. Ausdruckten Knoblauch. Wenn du willst, kannst du noch ein bisschen Pfeffer drauf geben. Ist auch kein Problem, kannst du ruhig ein bisschen pfeffern, dass er gut Geschmack hat. So, die Erdäpfel tue ich auch noch ein bisschen. Wenn du willst, kannst du sogar ein bisschen Petersilie drauf dran und lässt ihn so stehen. Und dann kannst du schon richten. Die Erdäpfel sind auch fertig. Dran. Aus. Das ist auch fertig und das ist auch fertig. So, wir richten jetzt da gleich an. Wir nehmen jetzt einen Schöpfer. Ein schönes Tellerchen. Dann nehmen wir das Spargelgemüse. Das haben wir vielleicht in der Mitte so her. Ein Gemüse. Dann nehmen wir ein paar Kartoffeln dazu. Kartoffeln sind ja gesund. Früher haben alle von den Erdäpfeln gelebt. Der Bauer hat Erdäpfeln gehabt und das war immer gut. So, und unser Fischerl ist auch fertig. Das legen wir einfach oben dann drauf. So. Jetzt ein bisschen mit einem Petersilie können wir es noch dekorieren. So, und da habe ich noch die Zitrone hergerichtet. Und fertig ist unser Gericht. So schaut das dann angerichtet aus. Die Petersilie-Kartoffeln, das Spargelgemüse habe ich unten drauf und der Tazander. Gegrillt, ist fertig oben drauf. Man kann auch statt dem Zander Schweinsmedaillons nehmen oder Rindsfilet. Es passt eigentlich eh alles gut dazu. Aber durch unseren Neuselersee haben wir gedacht, machen wir einen Zander.